Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Familie Eskilsen, vielen Dank für dieses tolle Geschenk. Die Kinder werden solche Augen machen, wenn ich mit dem goldenen Ei komme. Ich hoffe nicht, dass sie es versuchen auszubrüten, aber ja, müssen wir mal versuchen, Kindern, die in Dresden groß werden, doch noch was vom ländlichen Raum beizubringen. Und so sind wir eigentlich jedes Jahr vor Weihnachten auf dem Weg zu einer Gänsefarm, nicht zu Ihnen, aber so bei uns in der Nähe. Und ich weiß noch, das letzte Mal habe ich die Gans, nicht die, die wir gegessen haben, aber eine andere auf den Arm genommen und habe so ein bisschen Werbung gemacht für den Hof der Bauern da. Und dann gab es einen Shitstorm. Wie kann man denn ein Tier, was man isst, auf den Arm nehmen? Und dann habe ich gesagt, ja, das unterscheidet uns halt. Wir ziehen Tiere groß mit Anstand und auch mit Liebe, damit wir sie essen, weil wir halten das für normal. Und ich freue mich, dass ich bei Ihnen auch bei normalen Menschen sein darf. Wir sind, das ist schon gesagt worden, in einer ganz besonderen Zeit. Corona hat uns ordentlich geschockt. Keiner hat voraussehen können, dass so etwas überhaupt Mögliches passieren kann. Aber so wie die Christiane das dargestellt hat, wir haben gelernt, wie kann diese Krankheit übertragen werden, wie funktioniert sie, wie kann man sich schützen und sind dann unseren sächsischen Weg gegangen, sehr verantwortungsbewusst, zusammen mit den Bürgermeistern, mit den Landräten der Region, mit den Unternehmern, mit denjenigen, die wirtschaftlich und gesellschaftlich etwas tun wollen. Wir wollten immer wenig Staat, viel Eigenverantwortung und das hat sich bewährt. Deswegen wollen wir jetzt auch diesen Weg weitergehen. Wir müssen mit diesem Virus leben, solange es keinen Impfstoff, solange es keine Medikamente gibt. Es wäre falsch, jetzt in eine Schockstarre zu verfallen, sondern man muss wirklich verantwortlich damit umgehen. Das versuchen wir im Freistaat Sachsen. Und ich bin dankbar, dass Sie auch heute mit dieser Veranstaltung die Möglichkeit geschaffen haben, dass man daraus lernt. Ihr habt das genauso auch bei uns gesagt. Wir wollen im nächsten Jahr große Messen, große Tagungen haben in Leipzig. Wir wollen, dass Weihnachtsmärkte stattfinden. Also muss man jetzt anfangen, um zu merken, was geht nicht. Die Dinge sind schwieriger, sie sind im Zweifel auch teurer, als man es gedacht hat. Aber wenn wir jetzt nicht anfangen, dann wird das nichts werden. Und deswegen ein herzliches Dankeschön dafür. Ich bin auch einmal mehr froh darüber, das hat man an Ihrer Rede auch gehört, dass wir offenbar in der Vergangenheit mit unserem Staatsminister Thomas Schmidt, unserem Landwirtschaftsminister, doch die Dinge ziemlich richtig gemacht haben. Denn wir wollen, dass die Produktion, dass die wirtschaftliche Aktivität hier im Land stattfindet, dass im ländlichen Raum auch Landwirtschaft stattfindet, dass hier Tiere großgezogen werden. Und wir wollen nicht uns das so einfach machen, alles aus dem Ausland, wir wollen das alles nicht sehen. Nein, wir wollen, dass das hier stattfindet, um Menschen auch Arbeit zu geben, meine Damen und Herren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da sind wir bei diesem Spannungsfeld, was jetzt schon gesagt worden ist. Wenn es eine Aufgabe gibt jetzt für die Zukunft, nachdem wir die Schwierigkeiten mit Corona überwunden haben, da ist bestimmt noch nicht das letzte Wort gesprochen, aber es muss schon darum gehen, dass wir dann auch wieder mehr Freiheit wagen, dass die nächste Bundesregierung einen Weg einschlägt, der auch zur Deregulierung führt, der die Möglichkeit schafft, dass wirtschaftliche Aktivitäten stattfinden. In vielen, vielen Bereichen, meine Damen und Herren, sind wir als Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig. Wir sehen das im Bereich der Produktion, wir sehen das im Bereich der Energiepolitik. Und deswegen braucht es eine MIT, die stark ist, die eine klare Ansage macht. Und was wir überhaupt nicht brauchen, ist ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber Unternehmerinnen und Unternehmern. Deswegen sind wir auch als Sächsische Union explizit gegen dieses Unternehmerstrafrecht, was jetzt neu geschaffen werden soll. Das ist nichts anderes als ein Misstrauen gegenüber den Unternehmen in diesem Land. Wir sind in einer auch spannenden Zeit, was den Haushalt angeht. Viele Kollegen aus dem Sächsischen Landtag sind da. Wir werden jetzt die Weichen stellen müssen für die kommenden 2 Jahre. Und dabei ist klar, in einer Zeit, in der wir den Haushalt nur ausgleichen können durch den Rückgang der Steuereinnahmen und die Mehrkosten, die wir für die Corona-Bewältigung brauchen, auch für die Rettung beispielsweise der kommunalen Haushalte. Der Freistaat Sachsen, meine Damen und Herren, war das erste Bundesland,
was eine Vereinbarung mit der kommunalen Ebene getroffen hat. Die Hälfte aller Ausfälle gleichen wir aus. Mittlerweile ist der Bund, hat der Bund nachgezogen, macht die zweite Hälfte. Eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, damit die Bereiche, die nicht betroffen sind durch Corona, nicht jetzt auch noch abschmieren, dass das regionale Bauhandwerk, dass die regionalen Dienstleister eine Chance haben. Wir waren die Ersten. Aber damit das finanziert werden kann, mussten wir ein Kreditvolumen von 6 Milliarden Euro aufspannen. 6 Milliarden Euro, eine gewaltige Zahl. Wir haben als CDU-Fraktion gemeinsam mit anderen Parteien diesen Voraussetzungen dafür geschaffen. Jetzt sind wir auch daran gebunden und müssen verantwortungsvoll damit umgehen. Für mich ist klar, dass in dieser Zeit es nicht die Zeit ist für die Kür, sondern dass wir die Pflicht organisieren müssen. Wir müssen gerade in dieser Zeit, wo es um zusätzliche Schulden geht, ganz genau begründen, wofür wir das Geld ausgeben. Und wir müssen das Geld dafür ausgeben, dass in Zukunft wieder mehr Arbeitsplätze, mehr Steuereinnahmen, mehr wirtschaftliche Aktivität stattfindet. Deswegen liegt der Fokus für uns als Union ganz klar auf Technologieförderung, auf Investitionen in die Infrastruktur, beispielsweise in den Straßenbau und in die Bildung und nicht auf irgendwelche Kürnummern. Das ist mein Versprechen und ich weiß, dass viele Kollegen im Sächsischen Landtag das genauso sehen. Und weil wir jetzt hier in einer Region sind, die ja auch Strukturwandelregion sind, möchte ich auch Danke sagen. Andreas Lemmel ist da. Es ist uns nur gelungen, weil wir zusammengehalten haben und weil wir miteinander gearbeitet haben. Dir, Andreas, und allen Kollegen auch im Deutschen Bundestag ein herzliches Dankeschön. Wir haben ja gerade von der Christiane gehört, dass sie sich jetzt auf den Weg macht, auch diese wichtige Arbeit dort fortzusetzen. Ich will Ihnen immer sagen, es gibt Abgeordnete, die machen große Sprüche und machen große Schlagzeilen, aber die bringen nichts zustande. Und solche Leute brauchen wir nicht. Wir brauchen wirkliche Volksvertreter. Menschen, die vor Ort aktiv sind, die zu den Unternehmen gehen, die zu den Verbänden gehen, die zu den Initiativen gehen, die ganz nah an den Menschen sind. Und dann auch mir und uns sagen, was nicht funktioniert und was man verändern werden muss. Und das wünsche ich mir sehr, dass die Christiane das hier in Nordsachsen schafft und dass wir es bei der Bundestagswahl in vielen anderen Bereichen schaffen. Wir sehen nämlich, dass dort, wo in den vergangenen Jahren irgendwelche AfD-Leute gewählt worden sind, zwar immer wieder mal irgendwelche Schlagzeilen da sind, aber in der Sache nichts passiert. Und wir wollen, dass etwas sich bewegt, dass auch mehr Aktivitäten vor Ort stattfinden. Und deswegen unterstützen wir die Christiane und die anderen Kollegen, die jetzt für den Bundestag kandidieren. Wir wollen eine starke Gruppe haben, die in Berlin sächsische Interessen vertreten. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir auch intern, auch CDU-intern, bei vielen Positionen eine andere Meinung haben als manch andere. Aber es ist gut, dass die auch gehört wird und stark vertreten ist, meine Damen und Herren. Wenn wir Zukunft gestalten wollen, dann müssen wir auf Zukunftstechnologien setzen. Jetzt habe ich den Zettel gerade liegen lassen, aber bei Ihnen liegt er überall auf dem Tisch. 5G, eine irrwitzige Diskussion um diese Zukunftstechnologie. Um Gottes Himmels Willen, wenn sich jetzt auch noch Bahn bricht, vielleicht wie bei der grünen Gentechnik oder bei anderen, dass wir das nicht wollen. Im Gegenteil, wir brauchen das. Wir müssen vorn dabei sein, als Sachsen, als Deutschland. Lasst uns dafür einsetzen, dass diese wirklich auch irrationalen Ängste beiseite geschoben werden, dass wir viele, viele Anwendungen finden. Ich wäre froh, Andreas, wenn wir es schaffen würden, dass an den sächsischen Berufsschulen, an den sächsischen Universitäten ganz viel zu 5G gearbeitet wird, dass wir das in die Unternehmen reinbringen, dass wir die Chancen dieser neuen Technologie auch wirklich nutzen, hier bei uns im Freistaat. Und das Zweite ist, wenn wir erfolgreich sein wollen, dann müssen wir auch als Sächsische Union und als Mittelstandsvereinigung stark sein, auch personell stark sein. Und deswegen freue ich mich sehr, Herr Gläser, dass Sie mir vorhin hier diesen Aufnahmeantrag in die Hand gedrückt haben. Das ist ein tolles Zeichen. Wir können gerne noch mehr machen. Wir haben noch mehr Anträge. Wir brauchen viele Mitglieder der Sächsischen Union aus allen Bereichen, die sich engagieren, die als Multiplikatoren wirken. Herzlich willkommen in der Sächsischen Union.
Und das ist ein Beispiel, dem viele auch noch nachfolgen können, wenn sie wollen. Ich wünsche uns allen einen schönen Abend, einen intensiven Austausch, gute Gespräche und dass wir gemeinsam an der Zukunft von unserem Freistaat arbeiten. Morgen werden wir 30 Jahre Freistaat Sachsen im Erzgebirgsstadion Aue feiern mit einem großen Konzert. Das ist schon etwas ganz Besonderes. Wenn man sehen will, was wirklich das richtige System ist, dann sind diese 30 Jahre ein ganz eindeutiger Beleg. Freiheit, Demokratie, soziale Marktwirtschaft. Was haben wir in diesen 30 Jahren alles geschaffen, aufgeräumt? Wie sehr hat sich unser Leben verbessert zu dem, wie es in den 40 Jahren Sozialismus gewesen ist? Das sollten wir nie vergessen, müssen wir immer wieder sagen. Und wir können auch sagen, dass es natürlich die Freiheit oder der Freiheitswille und der Mut der Menschen gewesen ist in der DDR, die auf die Straße gegangen sind, aber dass wir so ein großes Glück gehabt haben, dass es einen Westen gegeben hat mit Menschen, die gesagt haben, die da drüben, das sind Deutsche so wie wir, wir machen das gemeinsam, wir gehen dahin, wir bauen dieses Land gemeinsam auf. Wir leben im besten Deutschland, was wir je hatten. Gott sei Dank, Ihnen allen einen schönen Abend.